Ja, hallo Elektronikfreunde. Ich habe hier mal so eine alte Autoantenne von Hirschmann. Da ist das Symbol, das Logo von Hirschmann. Vom Typ Auta 8000 KE. Sehen wir das nicht mehr zu sehen. Ziemlich mitgenommen, ist wahrscheinlich wirklich kaputt, auch nichts mehr zu machen. Aber ich würde ganz gerne mal das Ding hier auseinanderbauen und einfach mal gucken, was da so drin ist. Und dann schauen wir mal, wie so ein Ding funktioniert. Hier hat man schon gesehen, ist auch Elektronik. Die ist wahrscheinlich komplett hin, so wie die aussieht. Also da ist, glaube ich, nichts mehr zu machen. Und naja, ich baue das einfach mal auseinander. So sieht das Teil hier von innen aus, hier mit Motor, Zahnräder und so weiter, Getriebe. Bevor ich hier weitermache, werde ich das komplett erstmal rausnehmen und sauber machen. Ich habe jetzt diese automatische Antenne komplett auseinandergelegt, zerlegt. Und soweit es ging, gereinigt mit Wasser und auch Spülmittel dazu. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist bei der Elektronik hier, die noch dabei ist, dass hier dieser Widerstand, da sieht man es, der ist zerbrochen. Also der geht hier irgendwie ab. Ja. Man kann Gott sei Dank noch den Wert erkennen, das sind 68 Ohm, irgendwie so 2 Watt oder so. Mal gucken, vielleicht tausche ich ihn einfach mal aus und teste das mal die Elektronik. Das Lustige an der Elektronik ist, auf der Rückseite sind SMD-Bauteile. Müsste ich mal rausfinden, was das hier für ein IC ist, irgendwas von Philips. Anhand des Stempels von Philips hier ist es ein sehr, sehr altes Teil. Also Philips stellt keine ICs mehr her, also zumindest nicht mehr mit dem Logo. Das ist jetzt NXP und also insofern ist dieses Teil wirklich uralt. Das ist also die erste Sache mit der Elektronik. Ich werde es mal probieren und dann mal gucken, was das für ein IC ist. Die zweite Sache, die auffällig war, ist hier dieser verrostete Motor. Der lief auch gar nicht mehr. Also den könnte man nicht drehen. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe hier so ein MOS-2-Öl hier mal reingeträufelt. Das ging erst nicht. Danach habe ich dann so ein Pflegespray für Profilzylinder ebenfalls da mal reingeträufelt und nach ein paar Minuten. Ja, kann ich den Motor jetzt auch drehen? Das heißt, der läuft. Ich habe ihn auch schon angeschlossen, mal an 12 Volt, der läuft. Kann ich gleich nochmal zeigen. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, ob ich das Ding irgendwie wieder zusammenkriege. Und ja, schauen, ob das dann wieder ja, gangbar ist. Es ist eigentlich auch alles da. Also die Antenne ist da. Hier mit diesem Zahnriemen praktisch. Und ja, hier so ein andere Zahnräder noch und so weiter. Ist alles vorhanden und es ist eigentlich auch nichts abgebrochen. Von den wichtigen Teilen. Also hier ist was abgebrochen von der Hülle, von der Elektronik, ist aber nicht weiter wild. Aber alle anderen Sachen sind komplett in Ordnung. Und ich werde jetzt einfach mal die Elektronik mir nochmal genauer angucken und das mit dem Motor zeigen. Als erstes würde ich das ganz gerne mal mit dem Motor demonstrieren. Und zwar habe ich jetzt das Netzteil hier auf 12 Volt eingestellt. Und wenn ich jetzt den Motor anhänge, dann dreht er. Er ist auch sehr leise, also er ist nicht irgendwie knarrig oder so. Und somit funktioniert der Motor. Sieht zwar äußerlich sehr hässlich aus, das schrubbe ich sicherlich noch ein bisschen sauber, aber an sich läuft der Motor. Und jetzt geht es dann zum Thema Elektronik. Die Elektronik besteht hauptsächlich aus diesen 4 Transistoren. Das eine ist ein N-Kanal MOSFET, hier der BUK 453 ist es, der hier. Und das andere ist ein D45 VH10. Da habe ich schon geguckt, das ist ein PNP-Transistor. Ich nehme an, das ist eine H-Brücke. Das ist eigentlich so üblich, dass man hier eben 4 Transistoren für so eine H-Brücke hat. Noch 2 Dioden drauf und natürlich der Steckverbinder hier zum Motor. Die beiden Widerstände, die hier drauf sind, also diese beiden 68 Ohm, sind sicherlich Strommesswiderstände für den Motor, denn wenn die Antenne runterfährt und am Ende sozusagen angekommen ist, dann muss ja der Motor abschalten und es wird da sicherlich so gemacht, dass man den Strom misst und wenn er sehr hoch wird, auf einmal dann schaltet der Motor ab. Und dann haben wir hier noch das IC drauf von Philips. Das ist vom Typ 22 55 95-000, was immer das auch ist. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Das ist sicherlich so eine Art H-Brückentreiber oder was auch immer. Mit einer Steuerung noch vorne dran, wie auch immer. Und
Ja, ich will einfach mal versuchen, das anzuschließen. Das Problem ist, ich weiß jetzt die Steckerbelegung hier nicht von den Steckern. Ich habe also hier fünf so eine Flachstecker hier, die da irgendwo angeschlossen werden müssen an 12 Volt und auch an den Schalter irgendwo. Aber mal schauen, ich will jetzt versuchen rauszubekommen. Eine zweite Sache ist, die jetzt hier noch auffällt, die Leiterplatte sieht ziemlich dreckig aus. Hier dieses Kupferfarben ist aber kein Dreck, sondern das ist ein besonderer Schutzlack. Ich ziehe den mal hier ab, wie man sieht. Schutzlack noch über das gesamte Board. Das ist natürlich im Automobilbereich sehr wichtig, da man da natürlich eine sehr staubige und teilweise auch ölige Umgebung hat, muss man so eine Elektronik natürlich mit so einem Schutzlack schützen, denn sonst wird die Leiterplatte, das Kupfer einfach angegriffen. Man sieht es hier in der Ecke schon, also allein altersbedingt, hier war der Lack ab, da sieht man schon Stellen, wo praktisch der Lötstofflack abgegangen ist und hier auch das Kupfer dann irgendwann angegriffen wird. Also Schutzlack ist notwendig hier in diesem Fall. Was ich natürlich herausfinden will, ist, wie die ganze Sache so verschaltet ist. Das heißt, ich werde erstmal probieren, so eine Art Stromlaufplan zu erstellen mit den wichtigsten Teilen, um dann nachher auch den Motor anschließen zu können, um das Ding eventuell dann auch zu testen. Bevor es mit der Elektronik weitergeht, habe ich in der Zwischenzeit hier mal den Motor vom Rost befreit. Ich habe also so einen Rostlöser genommen und habe den danach nochmal lackiert, sodass der jetzt auch wieder vernünftig aussieht. Ich habe auch alles gereinigt nochmal und habe hier so die ersten Sachen mal zusammengebaut und will mal einen ersten Testlauf mit dem Motor hier zeigen. Ich habe den Motor jetzt dazu mal hier auf der rechten Seite einfach nur angeschlossen, ohne die Elektronik. Und wenn ich jetzt hier mal die 12 Volt dranhänge, hört man den Motor, wie er läuft. Ist ein bisschen laut. Ich werde mal anmachen. Also er läuft, der Motor, und tut damit seinen Dienst. Und jetzt werde ich mich mit der Elektronik befassen und natürlich auch mit dem Zusammenbau hier mit der Antenne. Ich habe jetzt auch die Antenne hier wieder angemacht und auch das Gehäuse zusammengeschraubt und mache jetzt mal einen Versuch und werde also hier mal eine Spannung anlegen von 12 Volt. Und wenn ich jetzt die anlege, dann sieht man, die Antenne fährt raus, und wenn ich umpole, dann wird sie wieder eingezogen. Also generell die Mechanik und auch der Motor funktionieren. Und jetzt kann es wirklich daran gehen, mal sich die Elektronik genauer anzugucken. Um die Schaltung verstehen zu können, um die Elektronik verstehen zu können, bräuchte man eigentlich einen Stromlaufplan. Den hat man natürlich nicht. Das zweite Problem, was man nicht hat, es gibt für dieses IC keine Datenblätter im Netz. Also ich habe da gesucht, es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, was es macht. Deswegen muss man sich da irgendwie behelfen und alles mal so irgendwie aufzeichnen, das als Block darstellen, dann kriegt man vielleicht die Funktion so in etwa raus. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich habe also so einen Stromlaufplan erstellt. Bevor ich das zeige, habe ich, wie man hier sieht, auch die beiden Widerstände ausgetauscht. Hier diese 68 Ohm, die waren beide defekt. Einer war ja abgerissen und der andere hatte irgendwie einen Wert von 300 Ohm. Habe also jetzt erstmal das so provisorisch hier angelötet und habe es auch schon mal getestet. Es funktioniert also auch ganz gut mit der Antenne. Bevor ich das nochmal demonstriere mit der Antenne an sich, wie sie funktioniert, will ich mal auf den Stromlaufplan eingehen. Der Stromlaufplan, der ist hier ungefähr so, ja, entstanden. Schritt für Schritt habe ich den gezeichnet. Und man sieht hier, ich habe das IC einfach nur als Block gezeichnet. Es gibt, wie gesagt, keine Informationen darüber. Was mich im Stromlaufplan wundert, ist hier der linke Teil. Das scheint eine Art Zeitgeber zu sein oder sowas. Ich will darauf jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Ganz interessant ist hier natürlich die Ansteuerung für die Motoren. Man sieht hier praktisch diese H-Brücke, die durch diese beiden Pegel hier oben gesteuert wird mit 0 und 1 oder 1 und 0 oder 0 und 0. Und das Interessante dabei ist, dass die Feldeffekttransistoren natürlich dann hier durchschalten oder einer von denen schaltet durch. Damit habe ich hier ein Potential 0. Und mit dieser 0 wird auch gleichzeitig der andere Transistor hier über diese Strecke leitend. Ja, jetzt ist es ein PNP-Transistor. Das heißt, wenn hier eine 0 ist für den Motor, dann wird auf der anderen Seite der Transistor leiten, und damit habe ich hier auf diesem Punkt
ein Hai. Und natürlich andersrum. Das ist also ganz intelligent gelöst an sich. Ich habe also nur zwei Steuerleitungen hier, mit denen ich dann den Motor in der Richtung ja, einstellen kann, steuern kann. Hier, diese Diodenkonstruktion ist eigentlich ein Odergatter. Und zwar kommt hier einmal die Zündung ran und einmal das Radio und man sieht, beides ist gleichberechtigt sozusagen. Also wenn ich die Zündung einschalte oder das Radio einschalte, dann fährt die Antenne raus. Wenn beides natürlich aus ist, dann fährt es auch wieder rein. Das ist auch ganz wichtig. Wenn also hier nichts anliegt, dann wird die Antenne reingefahren und nach einer gewissen Zeit auch ausgeschaltet. Dazu komme ich zu einem Problem des Ausschaltens. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich vermute hier eine H-Brücke und diese 68 Ohm könnten sicherlich Strommesswiderstände sein, die den Strom messen und bei Erhöhung des Stroms die Motoren zum Beispiel abschalten, in dem Moment, wo die Antenne meinetwegen eingefahren ist. Das passiert hier allerdings nicht. Hier wird kein Strom gemessen, sondern es wird offenbar nach einer Zeitkonstante einfach der Motor abgeschaltet. Und ich nehme mal an, diese Zeitkonstante wird hiermit realisiert. Genau weiß ich es leider nicht. Aber so ist die Funktion. Also man fährt die Antenne runter und dann, wenn sie runtergefahren ist, erhöht sich schlagartig der Strom. Und erst nach einer gewissen Zeit schaltet dann der Motor aus. Also es gibt dort definitiv keine Strommessung, was natürlich problematisch sein kann, ja, für den Motor oder andere Bauteile, wo eventuell ein hoher Strom dauerhaft durchfließt. Als nächstes würde ich ganz gerne dann mal das zeigen, wie es funktioniert. Und ich habe hier die Antenne auch schon angeschlossen. Hier ist die Elektronik, Oszilloskop kurz nochmal gezeigt, was da für Messpunkte sind, was man messen kann. Ja, und wie die Antenne an sich so funktioniert. Ich habe die Antenne jetzt hier angeschlossen. Mit dem Multimeter messe ich den Strom. Hier das Modul, 12 Volt sind angeschlossen, die beiden Widerstände wie gehabt. Und hier ein Oszilloskop, welches ich an zwei Pins von dem IC angeklemmt habe, oder an einem Pin besser gesagt, gegen Ground natürlich, an Pin 11, weil hier ein Taktsignal erzeugt wird. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde die Antenne mal hochfahren, also ist jetzt eingefahren, wie man sieht, und dann mal hier auf der linken Seite das Oszilloskopbild beachten. Wenn ich jetzt also die Antenne triggere, das heißt, ich meine, meinetwegen, ich mache die Zündung an, dann fährt die Antenne erstmal raus. So, das Rechtecksignal auf der rechten Seite wird erzeugt und man sieht, ja, auf der linken Seite fließen auf einmal 2 Ampere. Das ist jetzt bei mir die Strombegrenzung. Muss ich erstmal wieder loslassen. Man sieht hier die 2 Ampere, die jetzt fließen, obwohl der Motor praktisch ja nicht mehr läuft, beziehungsweise die Antenne ist eingefahren. Es wird noch wie, nach wie vor dieses Rechtecksignal erzeugt. Aber wenn das sozusagen auf High konstant geht, dann geht der Strom auch auf Null wieder zurück. Ich zeige das einfach nochmal und dann kann man sich da vielleicht nochmal ein Bild selber von machen. Also ich triggere nochmal Zündung ein, praktisch. Der Strom war relativ normal, 700 mA. Jetzt ist er auf 2 Ampere. Rechtecksignal wird nach wie vor erzeugt. Ich lasse den Kontakt hier mal so lange, wie es geht, dran. Und erst nach einer bestimmten Zeit, jetzt wird praktisch ausgeschaltet der Motor und das Rechtecksignal wird zum konstanten High. Wenn ich jetzt die Zündung ausmache, fährt die Antenne wieder rein. Rechtecksignal wird erzeugt, der Strom am Ende ist auf einmal bei 2 Ampere. Jetzt in dem Fall, wie gesagt, meine Strombegrenzung. Und erst nach einer gewissen Zeit schaltet er wirklich ab. Das ist natürlich ein Problem oder das ist problematisch in dem Moment, ja, wo hier 2 Ampere fließen, fließen diese 2 Ampere natürlich durch den Motor, der eigentlich steht. Und das sollte eigentlich nicht sein. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht. Ich vermute, hier ist die Antenne zu kurz. Denn wenn die länger wäre, dann würde sie länger brauchen. Und diese Zeit, wo diese 2 Ampere fließen, wäre kürzer. Das ist jetzt bei mir hier nicht gegeben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist, aber ich vermute das einfach. Schaltungstechnisch verstehe ich nicht, warum man hier so ein Spezial-IC für so eine extrem simple Funktionsweise nimmt. Denn man hat ja gesehen, ich habe im Prinzip hier nur einen Pin aktiviert.
Da reicht normalerweise eine simple Operationsverstärkerschaltung und ein Timer oder was auch immer. Strommessungen kann man auch machen, ganz normal. Ich weiß jetzt nicht, warum hier sowas Kompliziertes da aufgebaut worden ist mit so einem IC. Ja, wie man gesehen hat, kann man trotz einer schrottigen Antenne so ein bisschen die Funktionsweise von solchen Sachen herausfinden. Man muss da wirklich geduldig vorgehen, Schritt für Schritt vorgehen. Gerade wenn jetzt was kaputt ist, muss man natürlich mal kurz messen und auch sicherlich mal ein Reverse Engineering machen, also mal aus der Leiterplatte so ein bisschen Stromlaufplan herleiten, damit man dann die Schaltung versteht. Und dann kann man auch ein bisschen messen und dann weiß man auch, wie die Sachen so funktionieren. Ja, das war es wieder mal. Ich wünsche allen weiterhin viel Spaß und tschüss.